Gericht steht heute der Angeklagte Michael Lasseter. Wegen vorsätzlichen Mordes an seinem Vater. Wie sieht Ihre Strategie aus? Mein Mandant spricht mit niemandem. Ich muss ihn also verteidigen, ohne die Fakten zu kennen. Mrs. Lasseter, Sie waren mit dem Opfer verheiratet und sind die Mutter des Angeklagten. Ja, ich ging unter die Dusche. Und als ich rauskam, sah ich... Mike hat gesagt... Ich war's. Sie leiteten die Ermittlungen. Ja, Sir. Aufgrund meiner beruflichen Erfahrung war der Fall klar. Der Junge war's. Was hat Mike gesagt? Ich hätte das schon längst tun müssen. Hätte das tun müssen, nicht ich hätte. Was hat er gesagt? Hätte das schon längst tun müssen. Er sagte, ich hätte das schon längst tun müssen. Hat Ihr Mann Sie geschlagen? Ja. Hat Mike es gesehen? Ja, ich nehme es an. Hat er Sie in diesem Augenblick bedroht? Da stand für Michael fest, nie wieder. Wer hat heute Morgen gelogen? Kommen Sie, Miss Brady. Alle Zeugen lügen. Mrs. Lasseter, sie hat ganz verschiedene Seiten. Wenn Mike nicht der Täter war, besteht unsere Verteidigung aus Lügen. Für mich zählt nur, dass ich die Chance habe, den Jungen rauszuhauen. Ich weiß nicht, was Sie auf diesen Gedanken bringt, aber Ihre Theorie ist falsch. Sie haben doch gesagt, dass immer gelogen wird. Gilt das dann nicht auch für Mike? Ich war's. Oder Loretta. Wollen Sie tun, was Ihre Aufgabe ist und unseren Mandanten verteidigen? Der Junge war's. Sie sind Anwältin, Janelle! War es Missbrauch? Antworte mir! Ich hätte das schon längst tun müssen. Bitte tun Sie das Richtige. Schuldig. Schicken Sie diesen Jungen zurück zu seiner Mutter. Schuldig. Und was ist mit mir? Denken Sie, ich habe auch gelogen?